Emma Roberts war einer der Stargäste, der bei Paris Hiltons Hochzeit nicht fehlen durfte. Die Schauspielerin kam in einem schwarzen Abendkleid und mit einem anderen Mann als ihrem Partner Gerrit Hedlund an der Hand. Sie schaut ernst an den wartenden FotografInnen vorbei. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille und wirkt angespannt. Zusammen mit Britney Spears, 39, langjährigem Manager Cade Hudson betritt Emma Roberts, 30, die Location von Paris Hiltons, 40, Hochzeitsfeier in Bel Air, Los Angeles. Emma Roberts. Trennung von Gerrit Hedlund, auffällig, von Emma Roberts Partner Gerrit Hedlund, 37, mit dem die Schauspielerin vor 10 Monaten ihr erstes Kind bekommen hat, fehlt bei der Veranstaltung jede Spur. Die Eltern eines Sohnes haben ihre Beziehung seit Bekanntwerden ihrer Liebe im Jahr 2019 weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, Fotos von dem Paar gibt es kaum. Gerüchte über eine mögliche Trennung machten jedoch bereits vor einigen Wochen die Runde, als findige InstagramerInnen feststellten, dass sich die beiden auf Instagram gegenseitig nicht mehr folgen. Wie Daily Mail berichtet, dass Emma Roberts nun händchenhaltend in Begleitung ihres angeblich besten Freundes Cade Hudson auftritt, könnte ein neues Indiz für die Trennung von Gerrit Hedlund sein. Optisch machen Roberts und ihre Begleitung jedenfalls eine tolle Figur. Während sie ein schwarzes Tüllspaghetti-Trägerkleid und eine schwarze Smokingjacke über den Schultern trägt, hat sich Hudson für einen klassischen Anzug mit Fliege entschieden. 2020 wurden Emma Roberts und Gerrit Hedlund Eltern eines Sohnes. Emma Roberts und Gerrit Hedlund lernten sich 2019 kennen und lieben, kurz nachdem Emma ihre Verlobung mit dem American Horror Story Star Evan Peters gelöst hatte. Nach einer oft turbulenten On-Off-Beziehung trennte sich das Paar im Januar 2019 zum dritten und letzten Mal. Danach kam die Nichte von Julia Roberts, 54, mit Gerrit Hedlund zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn Rhodes erblickte im Dezember vergangenen Jahres das Licht der Welt.